guten Morgen. War eine traumhafte Nacht und ja, es ist doch wesentlich erholsamer. Der Wind macht ganz viel aus und wenn das Wind still ist, hast du gleich ein paar Grad mehr. So, ich bereite mir jetzt mein Frühstück vor. Hab ja keine Gaskartusche mehr. Muss der Hobo helfen. Hey, nicht die Schutzhütte anzünden! So, ich verlasse jetzt diesen wunderschönen Ort. Also ganz viel Dank an Sachsenforst, also was die hier auf die Beine gestellt haben. Ist wirklich was Besonderes. Ja, Respekt und Achtung, definitiv. Ich werde jetzt Richtung Schöner wandern und will dann nach Schmilka mit einer Fähre übersetzen. Das ist jetzt so erst einmal mein Ziel und dann gucke ich weiter. Ja, ich bin jetzt in Schöna, aber ich muss ja noch rüber nach Schmilka mit einer Fähre. Und das sind dann nochmal so gute 3 Kilometer, die ich laufen muss. Doof ist, dass ich jetzt hier auf dieser asphaltierten Straße laufen muss. Aber gut, es hilft ja nichts. Na, da guck einer, guck. Ja, und nun ist er doch an der Elbe. So, mal gucken, wie das hier funktioniert, wann der mich abholt. Ja, nach dem Übersetzen mit der Fähre nach Schmilka bin ich erstmal zu meinem Auto, habe dort Unmengen an Gepäck aus meinem Rucksack dort gelassen, die ich nicht mehr brauche. Bin dann in die Backstube und habe da eine Brotzeit gehabt. Foto gibt es gleich, kleines Bierchen. Ja, und ich habe mich jetzt entschieden, im Gebiet von Schmilka eine andere Bofe noch aufzusuchen und eine kleine Bofenübernachtung einzuschieben. Und ja, ich bin gespannt. Ach so, noch was. Ich habe ja keine Gaskartusche mehr und ich will im Nationalpark auch nicht mit dem Hobokocher arbeiten. Also habe ich die Dame aus der Backstube gebeten, mir doch heißes Wasser für meine Thermoflasche zu geben. Anstandslos gemacht, nichts berechnet, alles gut. Also ich bin versorgt, obwohl ich jetzt nichts Heißes mehr bei habe.
weiß es nicht. Aber könnte sein, dass das meine Bofe ist. Eieiei. Ganz schön ansteigend. Das ist wunderschön, wunderschön. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwo eine Rast hinkriege. Ja, das ist jetzt richtig blöd gelaufen. Also ich breche das jetzt ab mit der Bufe. Der Weg, der war ganz eng am Hang und es ist sehr windig und naja, mit so einem Rucksack ist das schwer alles zu planen. Ich habe auch meine Volvic Wasserflasche verloren, die ist dann ein paar hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Also ich breche das definitiv ab jetzt mit dieser Bofe. Bin jetzt froh, dass ich hier wieder auf normalen Grund bin. Das Dumme ist, mein Backup, also mein Tarp habe ich bei gehabt und meine Hängematte habe ich alles unten im Auto gelassen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich jetzt mit der Situation hier fertig werde. Ob ich eine andere Bofe finde, wie ich übernachte. Wird ja auch gleich dunkel, aber gut. Besser als da irgendwo einen Abhang runter zu rutschen. Bei dem Wind, das ist mir einfach nichts. Lieber spaziere ich die ganze Nacht durch den Wald. Ich melde mich. Bis später. Ciao. Ja, ich habe jetzt natürlich auf die Schnelle keine andere Bofe gefunden, das ist ja klar. Da kommt ja nicht irgendwo, wenn es einem passt, eine Bofe und schon gar nicht irgendwo im Dunkeln. Ich bin also nochmal sehr, sehr froh, dass ich die Kraft gehabt habe, das abzubrechen. Das war definitiv die richtige Entscheidung. Ja, und jetzt laufe ich zur Zwieselhütte. Den Weg dorthin kenne ich, glaube ich zu kennen, und dann sehen wir erstmal weiter. Ja, nun bin ich in der Zwieselhütte. Bin sehr froh, dass ich die jetzt erreicht habe. Ich habe heute was gelernt. Also das erste nochmal, was ich richtig gemacht habe, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich merke, da ist eine Situation, die ich nicht einschätzen kann, da ist Gefahr, abbrechen, nicht den starken Mann spielen. Das habe ich absolut richtig gemacht. Mein Fehler war, ich habe kein Backup mit bei gehabt. Ne? Ich kannte den Weg nicht zu dieser Bofe. Die war wohl offensichtlich auch mehr was für Kletterer. Also da hättest du schon ein Seil gebraucht. Hatte ich ja alles nicht mit bei. Und ja, gut, schwamm drüber. Aber ärgerlich ist, dass ich kein Backup mit bei gehabt habe. Ne? Sollte man eigentlich immer machen. Merke ich mir jetzt fürs nächste Mal. Jetzt gibt es mein wohlverdientes Abendessen. Es gibt Boeuf Stroganoff mit Reis von Trek und Eat. Guten Appetit. Ja, kleines Update. Die Zwieselhütte ist sehr nah an Schmilka dran und da sind ständig Leute vorbeigekommen und ja, wer weiß, es ist jetzt Freitagabend, dann pilgert da vielleicht die Dorfjugend hin oder wer auch immer. Also jetzt da zu schlafen, nee, das muss ich mir nicht geben. Ist jetzt wirklich blöd gelaufen. Ich bin jetzt also runtergelaufen nach Schmilka zu meinem Auto und ja, werde ein bisschen im Auto schlafen und dann werde ich nach Hause fahren. Mir hat diese ganze Kurzreise wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Sächsische Schweiz, ihr werdet immer irgendetwas finden, was euch Spaß macht. In diesem Sinne freue mich auf ein nächstes Mal mit euch. Ciao!